Grüß euch, Freunde, von der berühmten kalten Kuchel, wo heute an diesem Dienstagnachmittag nicht viel los ist. Ich begrüße euch bei meinem neuen Motovlog, der heute kein Fahrsicherheitsvideo ist im klassischen Sinn, sondern ich zeige euch den Ochssattel. Diesmal als Ochssattel-How-To. Also, worauf muss man auf dieser fantastischen Strecke achten? Für mich ist es und für viele andere ist es der Snake of Austria. Allerdings landschaftlich schöner als in Kalifornien. Die Kurven sind fantastisch. Die Kurven sind in einem relativ niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Es beginnt bei der kalten Kuchel sehr steil. Die meisten fahren es Richtung Osten, Richtung Westen, so wie ich jetzt fahre, bergab. Richtung St. Egid nicht so gerne, weil es eben sehr steil bergab geht. Und wenn man es flott fährt, geht es auf die Bremsen. Unten gibt es dann auch eine Tankstelle, zu der ich dann auch gleich muss. Die meisten Leute schneiden ihre Videos. Ich mache bei meinen Motovlogs keine Schnitte. Und ich werde es dann unten gleich einblenden, wann die Strecke Richtung Osten, die die meisten lieber fahren, beginnt, damit ihr vorskippen könnt. Ja, ihr könnt ja immer skippen, daher brauche ich eigentlich nicht schneiden. Das ist für mich weniger Arbeit und das Ganze ist flüssig und aus einem Guss. Servus! Das ist jetzt hier der Teil der Strecke, der den schlechten Belag hat. Das ist mit sportlichen Fahrwerken und ich habe die Duke ziemlich straff eingestellt. Sehr unangenehm zu fahren. Die Strecke hat wenige Tücken in diese Fahrrichtung. Die Kurven generell am Ochssattel sind sehr flüssig, sehr schön und wie gesagt keine hohe Geschwindigkeit. Man darf hier 100 km/h fahren und fährt es nur äußerst selten. Hier sind wir jetzt beim sogenannten Bauern in der Senke. Das ist der tiefste Punkt der Strecke, dem jetzt gleich der schnellste Punkt der Strecke folgt. Hier hinauf, es ist fast da gerade, also man sieht auf jeden Fall gerade durch. Jetzt flott dahin, aufpassen mit Superbikes, da wird es dann sehr schnell. Jetzt diese Doppellinks ist sehr schön und danach, nach dem Bergaufstück, kommt die sogenannte, ich nenne es die Todeskurve am Ochssattel. Diese rechts da oben steht schon das Schild, enger werdend, wird extrem enger und wenn ihr euch Videos im Netz anschaut vom Ochssattel, da gibt es die ärgsten Ausritte in den Gegenverkehr. Meiner Blicktechnik schaut es bitte zu. Also diese Kurve macht so zu, man glaubt das nicht. Wenn man die nicht kennt, wundert man sich, wie die zumacht. Selbst wenn man weiß, die macht zu. Es gibt dann bergauf, also von der anderen Richtung kommend, gibt es dann drei Kurven, die Rechtskurven wieder, die uneinsichtig sind und auch zumachen, die sind auch mit rot-weißen Pfeilen markiert. Also die muss man hier, wenn man die Strecke nicht in- und auswendig kennt, muss man den Pfeilen wirklich folgen. Und immer wenn ihr sie seht, wisst ihr, upsala, man muss jetzt aufpassen. So, das war jetzt die Passhöhe, Ochssattel, ich weiß nicht, wie hoch er ist, 900 Meter, keine 1000, glaube ich. Das war jetzt so ein Knick, so ein Linksknick, die gerne geschnitten werden. Ich habe die früher auch geschnitten, diese Linksknicke, habe mir das aber abgewöhnt und fahre jetzt eigentlich immer so, als wäre da eine Mauer in der Mitte. Und ich kann nur allen Motorradfahrern, egal wie lange sie schon fahren, und speziell denen, die noch nicht lange fahren, empfehlen, sich das gar nicht anzugewöhnen, dass man darüber schneidet. Hier rechts ist also eine Geröllwand oder Felswand, eine lose Felswand und immer wieder rollen da Steine auf die Fahrbahn heraus. Da muss man immer wieder mit ein bisschen Steinschlag rechnen. So, da links geht es runter ins Tiefental, rechts das ehemalige Gasthaus Ochssattel. Tiefental ist eine Landesstraße, die eine Schotterfahrbahn hat. Kann man legal
auf Schotterstraße fahren. Da gibt es sogar zwei Kehren drinnen, Schotterkehren. Also für die Enduristen oder auch die Reise-Enduro-Fahrer, die mal ein bisschen die Reifen schmutzig machen wollen, ist das sehr zu empfehlen. Ich bin da mit meinen XRs ganz gern gefahren. Sehr staubig im Sommer allerdings. So, das ist jetzt eine von den Pfeilkurven, die hinunter aufmacht, hinauf zumacht. Wenn wir uns dann beim zweiten Teil des Videos gleich genauer anschauen. Da bin ich jetzt ganz innen gefahren wegen der Schlaglöcher. Also wenn man den Ochsattel so gut, grüß euch, so gut kennt, dass man die Schlaglöcher auch kennt, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man nicht überrascht wird. Aber ihr seht, was das für ein schöner Flow da ist, grüß euch. Die Kurven sind sehr smooth, die Geschwindigkeit ist sehr gering. Also ich schaue jetzt einmal kurz am Tacho, 70, 80 und wir bremsen schon wieder. Also die 100 km/h erreicht man hier wirklich wenig. Da haben sie jetzt das Bankett geputzt, dafür ist die Straße dreckig. Unangenehm. Der Tank ist leer, wenn wir in St. Egid tanken fahren. Hier empfehle ich allen Ochsattelkennern oder auch die Gegend erforschen wollen, mal nach Hohenberg abzuzweigen. Das ist eine schöne Nebenstraße, klein, dünn, kein Verkehr und unten ist ein Wasserfall, der Schleierfall, zu dem man hingehen kann und an heißen Tagen kann man sich dort ein bisschen abkühlen. Und ein fantastisches Fotomotiv ist er auch gleich. So, jetzt kommt der Schlussteil oder von unten kommend der Anfang, das Ende des Anfangsteils. Hier vom Varahannes Bodenmarkierungen, da wo das offen ist, da muss das Rad sein und hier spät einlenken, in die ja nicht schneiden. Vom Varahannes von 1000 PS Straßentrainings, eine Übungsstrecke, sehr zu empfehlen. Er ist der Guru, der Meister der Linie. Ja, und wenn man da nicht am letzten Zacken fährt, ist das geschmeidig, flüssig und verdient absolut zu Recht den Namen der Snake. Diese Wechselkurven bergauf sind ein Traum, aber sie haben eine Tücke, das erzähle ich euch dann, wenn wir rauffahren. Ja, wie gesagt, die Landschaft ein Wahnsinn, schaut euch das an, ist das herrlich da. So, und mit dieser Kehre da unten endet die Ochsattelstrecke und dieser Holzstoß in dieser Kehre hat eine besondere Bedeutung. Welche, erzähle ich euch gleich. Jetzt fahren wir mal tanken und ich melde mich dann gleich wieder, wenn es bergauf geht. So, wieder da mit vollem Tank. Jetzt geht es den Ochsattel hinauf, das Wetter ist jetzt auch wieder besser. Ja, wir kommen da vorne jetzt auf die Holzstoßkehre zu und die Holzstoßkehre markiert den Startpunkt der inoffiziellen Ochsattel-Streckenrekorde. Die Strecke wird mit fliegendem Start von hier gemessen, also da, und endet beim Ortsschild Kalte Kuchel, da wo es zu den Schwimmteichen hinuntergeht. Es gelten natürlich nur Zeiten mit absolut sauberer Linie, so wie ich sie jetzt hier vorfahre. Kein Schneiden, kein Überragen der Mittellinie. Hier beginnt für mich der schönste Teil. Also diese Wechselkurven sind ein Wahnsinn. Achtet auf die Blicktechnik, achtet auf den Dreck auf der Straße. Und achtet auf diese Buchten hier, also da links, da vorne, gibt es immer wieder so Buchten drinnen in der Felswand vom Gegenverkehr. Du glaubst, du siehst durch, aber nein, da links kann sich der Gegenverkehr verstecken. Ich bin jetzt da über die Mittellinie gerade durchgefahren, weil ich mich auf meine Hand konzentriert habe. Und da gibt es hier drei Stellen, wo das so ist, wo du glaubst, es kommt nichts entgegen. Und du kannst überholen vielleicht. Und die Strecke ist hier komplett versaut, das heißt, da kann man jetzt eh nur langsam fahren. Hier sind wieder die Markierungen vom Varahannes. Ja, und
Das ist eben tückisch, ja. Also passt auf, lasst euch nicht täuschen. Es gibt es im Gebirge immer wieder an Felswänden entlang, wo du glaubst, es ist kein Gängeverkehr da, aber er lauert in so einer Felsenbucht. Servus. Ja, und dann das zweite Tückische, ich habe es eh schon vorhin erwähnt beim Runterfahren, hier am Bergaufstück, sind drei Kurven, die ganz böse zumachen, die besonders, weil da schaut es auch noch aus, als wäre es breiter durch die abbiegende Spur, aber hier spät einlenken und innen bleiben, weil da ist es wieder schmal. Hallo Mietzekatze, ein junges Glückskatzel war das, ein dreifärbiges, ganz ein kleines noch. Ja, jetzt ist auch die Zeit der Wildwechsel, gell? Die Brunftzeit der Rehe und speziell in der Dämmerung sind die völlig geisteskrank. Achtung, die nächste rechts mit roten Pfeilen. Außen bleiben und einerziehen und innen bleiben. Und jetzt erst Gas geben. Muss man immer eine Sicherheitsreserve lassen, wenn man auch entgegenkommt, weil man weiß nie, ob der, der einem entgegenkommt, seine Linie halten kann. Und die dritte, von rein, außen bleiben, reinziehen und Gas geben. Also ist generell die Devise hier auf dieser Strecke, wie auch auf vielen anderen Kurvenstrecken in den Alpen, immer damit rechnen, dass Kurven zumachen, immer damit rechnen, dass andere die Kurve falsch einschätzen. Herrlich. Ich liebe diese Strecke. Oh, brave Strampler. Blicktechnik ist das Ein und Alles. Das A und O. Am Ocksattel und auch anderswo. Ach Gott, ein Philosoph. So, das war die Passhöhe. Jetzt geht es runter zur kalten Kuchel, aber nicht sehr steil. Nur die letzten zwei Kurven. Ja, dank eines Abonnenten bin ich drauf gekommen, dass bei der Kamera die Belichtung auf minus 1,7 gestellt war. Die vergangenen Videos waren daher so dunkel. Jetzt hoffentlich wieder mit einem guten Bild und mit einem perfekten Ton, weil ich nehme den Ton mit einem Helmmikrofon aufs Handy auf und synchronisiere es mit der Kamera. Servus, ein Drücker, einer, der das Fahrzeug drückt. Grüß dich. So, hier geht es extrem steil bergab. Da geht es dann schon ein bisschen auf die Handel auch wieder und auf die Bremse. Immer schön außen bleiben, nicht schneiden. So, jetzt kommen wir auf die Todeskurve zu. Da vorne, wo die Pfeile sind, die fahre ich bergab ganz außen, weil ich damit rechne, dass mir von unten einer auf meiner Seite entgegenkommt. Aber es kommt keiner. Juhu. Ja, schau, da fahre ich 110. Also das ist schon... Und das war jetzt schon eine der schnellsten Stellen. Diese Doppelrechts ist urgeil. Kurz aufstellen und innen bleiben. So, das ist wieder die Topspeed-Stelle. Ja, 100, knappe 140 mit der Duke. Aber dann in der Bremszone eine böse Bodenwelle. Also aufpassen mit den Superbikes. Da bist du gleich auf 200 da oben und dann ist diese Bodenwelle in der Kompression, in dem Linksknick, möglicherweise zu viel für das Fahrwerk, für den Fahrer und nachher dann auch für die Verkleidung und die Spiegeln und die Fußrasten und die Bremshebeln. So,
super Mototeil da. Super geil mit dem Einzylinder. Brapp, brapp, das gefällt mir. Da drücke ich gleich selber auf Like. Und jetzt ist die ganz, ganz schlechte Stelle. Also der Belag ganz schlecht ist. Achtung vor der rechts, links da. Die rechts ist blind, grüß euch. Und die links schaut aus, die täuscht, die schaut aus, ist jetzt gerade gehen, aber da biegt man voll auf ganz einen schlechten Asphalt. Also da bitte Tempo rausnehmen. Wer hat mein Video mit den alten Harry Geschichten gesehen? Hier da, wo der Mast ist, da ist der Tankwart gerade runtergefahren. Ich weiß bis heute nicht warum. So, Ortsschildkarte Kuchl, bis hier ist die Messstrecke. Ich bin gespannt, wie lange ich heute gebraucht habe. Ich fahre normalerweise, wenn ich flott fahre und dann nicht nichts erzähle oder so, fahre ich so um die 6,5 Minuten. Es gibt ein 6,25er Video mit der Duke, gibt ein 6,30er mit der BMW. Also es ist völlig wurscht, mit was ich fahre, wenn die Strecke frei ist. Ich fahre immer ungefähr gleich lang. Hier wieder die schöne kalte Kuchl mit ihren Schwimmteichen. Gratis übrigens. Ja, wenn ihr selber eure Zeiten nehmt, wundert es euch nicht. Es ist, wenn man eine persönliche gute Zeit hat, dann sehr, sehr schwer, diese deutlich zu steigern. Ich sage jetzt einmal so von den Zeiten her, alles unter 7 Minuten ist ziemlich schnell und ich habe noch keine Zeit unter 6 Minuten gesehen, die sauber ist. Also wo der wirklich sauber auf seiner Seite bleibt. Es gibt irgendwie 5 Minuten irgendwas vom Jimmy Brecher, der weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt, aber der fährt wie auf der Rennstrecke. Also quer über die andere Fahrbahn drüber. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben. Mir hat es total gefallen. Das Wetter ist nämlich jetzt auch wirklich leibernd. Da sind die letzten Köhler Österreichs am Werken und haben ihre Kohlenmeiler in Betrieb und machen Holzkohle. Habt ihr das gehört? Aber schon wieder ein Zwischenleerlauf in diesem KTM-Getriebe. Ich kaufe auch hier meine Holzkohle. Eine wahnsinnig schöne Gegend. Also ich liebe es hier und ich danke, dass ihr mit mir dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid schon Abonnenten. Wenn nicht, lasst mal ein Abo da, lasst mal Likes da und am allerliebsten wirklich jetzt, das ist jetzt nicht ein deppertes Schleimen, mag ich eure Kommentare und das Eingehen darauf. Ja, da ist ein Kohlmeiler schon. Ja, und mit der berühmten Rohrerkurve verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.